Ich habe wieder den Fehler gemacht. Ich habe dich mit dem Speer abgeworfen. Ja, aber mir ist nichts passiert. Ja, aber du hast den Speer im Inventar. Ach so, okay, alles klar. Aber weißt du, warum meine Auszeit jetzt zwischen den Folgen länger gedauert hat? Warum? Pass auf, stell dir vor, jemand, einer von uns beiden, wollte einen Gemüse-Eintopf warm machen. Weil jetzt Herbstzeit, ein Gemüse-Eintopf ist geil. So, dieser jemand nimmt den Topf und stellt ihn auf den Herd. Und stellt den Herd auf 1, damit es heiß wird, wenn wir nach 2 Folgen, also ich jetzt gerade, in die Küche komme. Und dann hätte ich eine Tasse Suppe zu mir nehmen können. So, schlürfenderweise. Mhm. So, jetzt stelle dir mal Folgendes vor. Dass ein nur leicht angeranzter Topfdeckel, nee, wie heißt das, dieser Untersetzer, so, Korkuntersetzer, während des Topfbewegens von unten an dem Topf kleben geblieben sein wäre. Und nun die ganze Zeit zwischen Topf und der Herdplatte verweilte, während wir eine Stunde hier gerade eben aufgenommen haben oder 2. So. Das sind so Sachen, weißt du, die passieren wirklich nur fucking mir in der Scheißküche, Mann. Oh Gott. Komm ich gerade in die Küche, Pommesche aus dem Buchenrauch. Ich denk so, was ist denn hier los, ey? Schon wieder Metzgerei heute, oder was? Im Ernst, ne? Ja, ich jetzt gerade überall hier alle Fenster aufgerissen. Ist natürlich wunderbar, jetzt wo eiskalt draußen ist. Erstmal überall Fenster aufreißen, was willst du machen, ne? Riecht ja hier nach Leberwurst überall jetzt. Oder nach Räucherschinken, je nachdem. Irgendeine geräucherte Ware. So, ja, mit diesen Worten herzlich willkommen zurück zu Valheim. Das müsste die 3. oder 4. Folge sein. Ich glaube, die 4. jetzt. Ich weiß es nicht genau, irgendwie sowas. Mit Mia Torgrim und mit Haunix. Haunix, also, der Haufix. Klopix und Haunix, genau. So. Ja, wir waren, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir haben so eine große Runde gelaufen. Ich wollte jetzt nach unten eigentlich. Das heißt, erst ein bisschen nach Süden und dann weiter über die Ostroute zurück zu unserem Haus. Dass man dann so eine Runde gelaufen ist. Ja, und wenn euch das gefällt, was wir machen, dürft ihr uns gerne, das heißt mir, ein Like und ein Abo dalassen. Und falls irgendwas besser laufen kann, gerne in die Kommentare. Sehr gerne in die Kommentare. So. Und bevor wir jetzt loslaufen, Augenblick, erstmal irgendetwas schmausen hier. Kann ich mein Speer zurückhaben? Kannst du deinen Speer? Nee, der gehört jetzt mir. So, hier. So, was machst du da? Ey, warte mal, der Kleine gehört mir. Ey! Klatsch, komm her. Auf das Maul. So, warte mal, hier Stein. Steine sind auch mal gut. Kann man mit Steinen später irgendwann auch vernünftig Mauern bauen und sowas? Ja. Stimmt, ne? Ja, kann man. Aber dann müssen wir wahrscheinlich erstmal herausfinden, dass Steine hart sind oder irgendwie sowas. Evolutionstechnisch meine ich. Ja, muss hier ein bisschen Forschung betreiben. Aber ja, man kann mit Steinen bauen. Okay. Also man kann sich eine ganze Festung bauen. Eine ganze Festung aus Stein klingt doch erstmal gar nicht mal so schlecht. Aber ein vernünftiges Hafengebäude muss schon auch sein, wie ich finde. Also... So. Was sind wir denn jetzt hier eigentlich? Der Wald ist ja schon schön. Mhm. Immer wieder schön. Ich mag diese ganzen Licht- und Schatteneffekte, die jetzt hier besagt. Sowas, wenn du jetzt hier hochguckst. Ja. Voll geil. Das finde ich auch sehr richtig schön. Richtig gut. Auch wenn das Spiel jetzt nicht mit der Graf mit der Texturqualität punkten kann, sind die
Shader-Effekte, richtig geil. Ich finde die Texturqualität eigentlich doch ganz schön. Ich find das auch sehr schön, aber schön, einige, okay. Einige schreckt dieses nicht Full HD richtig ab. Okay. Und jetzt sehen wir auch, das ist der dunkle Wald. Das heißt eigentlich schon das zweite Gebiet. Und hier können wir so richtig auf die... aufs Maul, hinter dir! Hinter dir! Was denn? Ich sehe nicht. Ah, hinter dir! Ich hab gesagt, hinter dir, nicht vor dir! Ja, komm, mit dem reden wir mal ein bisschen netter. Komm mal her. Oh, Alter! Da kommen die nächsten zwei! Vorsicht! Der hat Kumpels! Der hat Kumpels! Da kriegt der Spitz! Klopperei, komm! Bam, 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 Junge! Und blick mal hier. Guck mal, ich hab eine böse Fackel. Boom. Alles klar, okay, also dafür, dass wir ja noch die normalen Steinäxte haben und wie die Neandertaler hier paniert rumlaufen. Da kommt noch einer hinter dir, hinter dir. Aber der hat Schiss vor der Fackel. Komm her. Klatsch, klatsch, aber es geht direkt los. Oh Gott. Oh, warn mich doch vor. Ich hätte nämlich gern Kernholz. Ah, pass auf. Was für ein Holz? Kernholz. Das hat eine Wahrscheinlichkeit zu droppen in Tannen. Und was kann man dann damit machen mit Kernholz? Ich glaube, das ist stabiler. Oder war das in Fichten? Gibt's hier auch noch Fichten? Keine Ahnung. Ja, gibt's das ja. Hier drin. Tanne. Warte mal, ich muss erstmal Hungin lesen, ja? Augenblick. Ja, lies mal hingehen. Du hast dich in den dunklen Wald begeben. Dieser Ort kann für alle nicht vorbereitet äußerst tödlich sein. Ja, stelle deine Werte unter Beweis, indem du Eikfrür tötest. So, das heißt, man soll zuerst diesen Eikfrür töten und dann, ne? Ja, weil du dann eine Spitzhacke kriegst sozusagen. Dann kannst du hier Erz abbauen gehen. Da kommen die Nächsten hinter dir. Wieder aus derselben Richtung. Aufpassen. Der schmeißt Steine. Skelette hinter dir. Das ist nicht so lustig. Ja. Lauf. Drauf geschissen, lauf. Komm in meine Richtung hier. Diese Gräulingsdinger sind scheißegal. Konzentrier dich auf die Skelette. Alles ist scheißegal. Boah, hauen die rein. Alter, ich bin gleich im Arsch. Boah, hol die rein, lass dich bloß nicht treffen von denen. Boah, fuck die. Oh Gott. Wir brauchen Schilde, wir brauchen mehr, wir brauchen. Boah, fuck die. Jetzt laufen wir schon wieder weg. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Ja. Fuck, ey. Das ist scheiße. Jetzt kann ich meine Dark Souls Skills mal unter Beweis stellen. Ja. Stimmt. Leid ist ja auch leicht an. Hier kommt schon wieder so ein. Oh Gott sei Dank, zumindest die Wildschweine kriege ich jetzt platt hier. Ist ja wunderbar. Da hinten ist noch ein Wildschwein. Hallo. Komm lang. Glaubst du, dass ich dieses Wildschwein nicht kriege? Ja. Oh Gott. Die Jungs können mir gar nichts. Ja, die Jungs können dir gar nichts. Dafür haben die mich aber ganz gut zusammengeknüppelt, ne? Kann das sein? Ich hab einen Schlag kassiert und ich habe die dafür komplett lang gemacht. Ich habe den richtig oft eine reingestopft. Obwohl, stimmt. Die hauen dich ja nur mit einem Schlag. Okay, dann war das schon Respekt und so. Es macht den Eindruck, als wenn mich irgendetwas hauen würde gerade hier. Das da, was du da gerade umgekloppt hast wahrscheinlich, den habe ich gerade noch nicht gesehen. Das hatte ich wahrscheinlich mit Steinen beworfen. Mit Steinen beworfen, aber so wirklich viel Leben habe ich jetzt nicht verloren. Der hat wahrscheinlich immer daneben gepfeffert seine. Ja, die Steine tun auch nicht wirklich weh von denen. Warte mal, wir müssen Richtung Osten, ne? Nicht vergessen, sonst kommen wir nie zu Hause an. Hast du auch Knochenreste von den Skeletten bekommen? Ja. Sehr schön. Zwei.
Ja, die brauchen wir auch irgendwann. Irgendwann, ja. Ja, aber die Skelette können uns gar nichts. Klapperdinger, die sollen früher aufstehen. Ja, mir konnten die schon was. Man kann, glaube ich, gar nicht blocken, oder? Ohne Schild, oder? Doch, du kannst auch so blocken. Das blockt aber nicht wirklich viel. Wichtiger ist die Funktion des Ausweichens, während du blockst, Leertaste drücken. Während du blockst? Ach so, ja, jetzt check ich das mit. Oh, das kostet aber Ausdauer. Ja. Warte mal, deswegen, wir gehen schon wieder falsch. Wir müssen Richtung Osten. Müssen wir dann denken, die ganze Zeit Richtung rechts zu latschen. Die schöne Taktik ist, stechen, ausweichen, regenerieren, stechen, ausweichen. Ah, wunderbar. Wir sind hier, was ist das denn? Waren wir hier schon? Nee, ne? Nee, hier waren wir noch nicht. Wollte gerade schon sagen. Das wäre mir aber doch sonst ein Stück bekannter vorgekommen. Aber das hier ist, glaube ich, komplett neu. Da vorne ist noch ein Wurzelzwerg, okay. Wurzelzwerg ist ein viel besserer Name für die als Gräuling. Ja. Die sich konstant verpisst, ne? Verdammt. Feiger Schnulli hier. So, ich wollte nur diese paar Dinger hier sammeln. Und dann sofort wieder Gen Osten. Meine Rüstung geht's nicht so gut. Gen Osten ist es am Boston. Ja, mein zerlumptes Hemd ist auch auf Hälfte oder so. Welche scheiß Skelette, Mann. Die haben aber auch gerade eben reingehauen. Ja, wir haben ja auch gar keine Rüstung, gar nichts. Nee. Das tut natürlich alles weh. Die hatten schon Flammenschwerter, leuchtende Augen und was weiß ich nicht alles. Und Legendaries. Ja, im Ernst. Kannst du nachts im Bett lesen mit den Augen. Da kommt der nächste Wurzelzwerg. Komm her, du kleines Pimmelvieh. Bam! Fällt die Reichweite nicht ganz von dem Speer. Oh Gott, wie mir einfach jedes Mal beim Schwimmen fast die Ausdauer sofort auf Null fällt, ne? Es ist einfach traumhaft. So, aber nun sind wir jetzt gleich auch endlich zu Hause. Zu Hause! Da sind noch Beeren. Lecker. Ja, gerade so echte Beeren. So. Teddybär. Also Teddybären, genau. Der Himbeer, der Blaubär und der Teddybär. Der Hubschraubbär. Der Hubschraubbär, genau. Wagenhebär, Urlaubbär, Totengräbär. Das ist kein Problem. Ich kann das eine Stunde so weitermachen, ist dir klar. Das ist schön. Ach Mann, die er manchmal so lange braucht. Ich ja irgendwann haut hier nochmal so eine komische Himbeere rein hier. Yes. So. Mit einer Fackelschleife ist nicht gerade die beste Idee, fällt mir auf. Nee, so irgendwie nicht. Bisschen unauffällig. Ich bin hier am Schleichen. Hier, wo es blinkt. Das ist schön. Oh.
Was haben wir denn hier jetzt? Warum sehen die mich so gut? Es kommt ein Gewitter auf. Mal flink ins Haus. Wenn auch nur schon mal vom Blitz getroffen werden könnte, wie in Minecraft. Kann man vom Blitz getroffen werden? Weiß ich nicht, wäre sehr lustig. Wäre sehr lustig. Könnte ich mir. Ja, so genau in dem Moment, wo dir das dann so spratzelt, dass dann noch so im Gegenlicht, sodass dein Skelett so im Gegenlicht zu sehen ist. So wie in so einem Comic, so richtig schön. Wo ist denn der Bienenstock? Keine Ahnung, ich hoffe, du hast ihn mitgenommen. Ja, ich habe die Bienenkönigin mitgenommen, aber wo ist der Bienenstock? Oder hast du die Bienenkönigin? Wer von uns hat die Bienenkönigin? Ich habe den Bienenkönigin nicht, ich habe zwei Bernsteine, die relativ sinnlos sind. Pack in die rechte Kiste mit dem Material, packe ich nochmal meine Lederreste und die gesamten Knochenfragmente-Dinger hin. Wir könnten ein Problem haben, mir fällt jetzt das auch mit dem Inventar ist voll. Ich kann die Bienenkönigin gar nicht aufgehoben haben. Ernsthaft? Liegt die noch da? Ja. Problem ist, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Weiß ich auch nicht, aber ich bin mir sicher, wir finden noch mehr. Weil das fühlt sich, ich fühle mich gerade ein bisschen, ja, nicht gut, dämlich. Leid, der ist. Macht's ja nichts. Passiert. Es wäre nicht das erste Mal, dass einem irgendwas passiert, dass man es irgendwie vergisst mitzunehmen oder so. War ganz im Ernst. Was brauchen wir denn für das zweite Upgrade für die Werkbank? 20 Lederreste, 15 Feuersteine. Warte mal, wo siehst du das denn? Wenn ich bauen möchte, also mit dem Hammer, bei Herstellung. Bei Herstellung? Und das ist das Gerbergestell, ne? Ja. 20 Lederreste, 5 Hirschfell, 15 Feuersteine. Die Feuersteine haben wir in der Portokasse. Ja, Lederreste und Hirschfell, das wird ein Challenge. Hirschfell haben wir jetzt 11, Lederreste haben wir 15. Okay. Das heißt, es ist tatsächlich possible, so langsam. Oh ja. Das ist ja gar nicht mehr so schlecht. Aber weißt du was, mein Freund? Ich hätte gerne eine Feuerstelle im Haus. Ich auch. Jetzt, wo es stürmt und das Feuer draußen ist und ich nicht anzünden kann, finde ich es hier drin zwar schön, aber nicht so schön warm. Weißt du, was ich meine? Ja. Nur, wie machen wir das, ohne dass wir hier Rauchvergiftung kriegen? Indem wir das Dach irgendwo aufhacken. Weiß ich doch nicht. Wir müssen wieder so eine Überdachung machen. Weil, wenn es dann regnet und wir hier eine Feuerstelle machen, haben wir das Problem, dass die Feuerstelle ausgeregnet wird. Ja. Das heißt, am besten im Dunstabzug, der quer läuft, ne? Damit es nicht von oben reinregnet. Ja, also ganz oben halt Überdachung und dann lässt du die Wände ganz oben weg. So einen kleinen Kamin machen. Ja. Boah. Odin hat heute schlechte Laune, da, wa? Zieh dir das mal rein. Ich sehe, der hat ja keine Lust. Wollen wir das pennen so lang? Vielleicht hat das ja moin eine bessere Laune oder was? Wir haben ja kein Feuer in der Nähe. Nee, wir haben ja kein Feuer in der Nähe. Das ist voll realistisch. Ich zünd auch jedes Mal ein Feuer an, wenn ich zu Hause ins Bett gehe. Ich auch. Die ganze Wohnung direkt. Brennen. Wofür wird das Ding hier sein? Dieses Anschlusshaus? Ich dachte, dass man da eventuell einen Turm baut oder so, um sich oben drauf zu stellen und auf irgendwas zu schießen. Ah, okay. Ich habe eventuell eine Idee. Diese eventuell eine Idee, okay? Ja, ich weiß nur nicht, wie die sich ausspielen wird. Also. Nicht erschrecken. Was machst du? Ich habe einen Plan. Vertrau mir. Was ist alles kaputt? Was machst du alles kaputt?
Da steht noch ein Stapel Holz draußen vor der Tür, ne? Ah, sehr gut. Ja, das muss ich ja jetzt nicht so unbedingt dringend da rumstehen lassen. Und ich glaube, einen Steinhaufen mache ich da jetzt gleich auch draus. Das hat nämlich auch keinen Sinn gemacht. So, einen Steinhaufen, genau. Klatsch. So. Müsste es ja eigentlich gewesen sein, ne? Ja. Jetzt haben wir einen Steinhaufen und einen Holzhaufen draußen. Ja, wunderbar. So, was machst du da jetzt? Das ist Unsinn. Ein Anbau. Kamin. Ah, der Anbau für nach hinten heraus. Und da wolltest du jetzt das dann gleich unten das Feuer reinknallen? Neben genau. Die Holzwände, gute Idee. Naja, mit denen passiert nichts. Okay. Soweit ich das weiß. Ich muss nur aufs Dach. Okay. Aus der Habe, du machst das schon, ne? Ich, ja. Faul. Okay, warte, ich helfe dir jetzt. Ne, musst du. Oh Gott. Hä? Ah, ich habe keine Ausdauer, deswegen ist das hier leidig. Ja. Von da oben runterfallen ist übrigens keine gute Idee, so als Tipp. Ich, ja. Ich hab einen Plan. Ah, das war nicht der Plan. Also jetzt sterben ist eine scheiß Idee, weil von da unten wieder hochlaufen bei dem Wetter und bei den Bedingungen ist jetzt. Nee, ich hab doch das Bett in Beschlag genommen. Ich hab meinen Spawnpunkt hier. Ach so, okay. Wie sehen denn die Fackel aus? Nee, das Brennmaterial hat noch Zeit. Gut. Oh, oh, dabei. Oh. Echt? Okay, dabei, nee. Dabei. Schön. Mama. Ja, schön. Klatsch, klatsch, klatsch. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe keinen Bock, hier bei diesem blöden Regen irgendwie rumzuwarten oder so. Ich tue mein Bestes. Ich laufe noch ein bisschen hier quer in den Wald und hau noch einen Baum um oder so. Mehr Holz ist mehr Holz. Da hinten sehe ich auch noch Hirsche. Schlimmste an der Sache ist wirklich, dass es Nacht und du nichts siehst. Dunkelheit in 60. Das wäre echt lustig, ne? Dunkelheit in 60 FPS. Das ist das Highlight. Geil, ne? Wow. Boah, Schepper dröhnen. Jawohl. Der Wald, der holt sich selber ab. Das waren fast drei Bäume. Nee, zwei Bäume und einer hängt schief schon. Ach, wie wunderschön. Na, Jungs. Mehr Holz braucht das Land. So, wie sieht's bei dir aus? Bis jetzt gut. Hier ist ein
richtiges Scheißwetter gerade und meine Ausdauer, die generiert sich so unglaublich langsam. Möglicherweise kommen jetzt keine Viecher mehr hier. Ja. Ich bin erstmal in Ruhe zurück, glaube ich. Ja. Was hast du da jetzt gebaut? Boah, sieht ja abgespaced aus. Hammer. Hammer. Ich glaube, du baust das einfach irgendwie dreimal schneller, als ich das hinkriegen würde. Der Wahnsinn. Und das ist jetzt was? Das ist jetzt einfach nur... Warte. Ja. Ah, so. Und der geht jetzt nach oben und der Qualm qualmt sich dann da oben raus an der Seite, okay? Genau. Genau, wie sieht denn das von draußen aus? Das bin ich aber... Nicht so gut. Ich muss mal überlegen, wie ich das draußen schöner mache. Dazu komme ich jetzt erst. Boah, aber es geht. Guck mal. Also ich finde, es geht noch. Ist es so ein bisschen so. Man weiß es nicht genau, aber... Hab schon Schlimmeres gesehen. Okay, das kann man eigentlich fast so lassen erstmal. Oh, und Gemütlichkeitswert 4. Das heißt tatsächlich... Das heißt, dass ich, wann kriegen wir denn diesen Ausgeruht-Buff? Diesen. Ach ja, genau jetzt nämlich. Doch. Nee, du musst nur einfach nur eine Minute hier drin stehen bleiben und diesen Feuer- und Ruhen- und Unterkunft-Buff haben. Dann kriegst du das schon. Also ich habe ihn jetzt schon. 11 Minuten ausgeruht. Ich glaube, an diesem Ausgeruht-Buff, da liegt es so ein bisschen dran, ne? Dass man. Wenn man ausgeruht ist und das richtige Fressen drin hat, dann kannst du auch gegen Bosse kämpfen oder sowas. Ja, kann man auch. Wie sieht das aus? Wir haben jetzt ein Feuer. Magst du eventuell mal reinkommen? Sofort. Weil dann könnten wir pennen. So. Wegen Nacht und Dunkel und so. Obwohl der Mond ja gerade immer fürs Protokoll geil aussieht. Mit irgendwas rumgeblökt, ist egal, aber so sieht die Nacht ja auch schon geil aus, muss man ja mal sagen. Also. Ja, wenn es hier nicht die ganze durch die Gegend scheppert, ist es wirklich schön. Ja. So, haben wir denn drin eine Rauchvergiftungsmöglichkeit, zufällig? Nein, wieso? Willst du dich vergiften? Nein, es ist sehr schön, dass es nicht rauchvergiftungsmöglich ist. Ab ins Bett. Yes. Sollte provisorisch reichen. Du stehst am Bug eines über die Wellen gleitenden Schiffes. Vor dir der verblassene Text des letzten Bildschirms. Okay. Geil. Wunderschön. So, das heißt, wir haben jetzt den Morgen des nächsten Tages, das heißt... Gesundheit. Genießt. So, ich habe daraus jetzt auch schöne Kochstelle gemacht. Jetzt kann man da auch kochen, ja, wenn man möchte. Man muss nur ständig über dein Bett hüpfen. Warte mal, dann könnte ich das anders wohin stellen? Ich platziere meins auch etwas weiter nach. Boah, ich dachte ganz kurz, ich habe was anderes abgebaut auf dem Bett. Ich will... das Bett dann anderswo hinstellen, weil das muss ja so nicht sein. Wir können ja, warte, hier so unsere Betten hinstellen. Und du deins daneben. Auf die andere Seite? Ne, guck mal, wo ich... So. Ja, oder so. So ist auch. Hallo, Katze. Nur dann, damit wir an die Ecken drankommen, im Zweifelsfall, um dann raus zu schießen. Ja. Vergiss nicht, Spawnpunkt zu setzen. Oh, ach ja, genau.
Das ist eine gute Idee und so. Yes. Ja, das ist gut. Kochstelle kochen, Kochstelle kochen. Toll. So. Ist auch ein bisschen Licht hier in der Suppe jetzt. Ja. Bisschen viel Licht sogar. Schön, Mann, das wird ja tatsächlich sogar ein bisschen heimelig hier. Warte mal. Ich könnte... Fehlt noch ein Bierfass hier an der Seite oder so. Ich weiß, es ist jetzt nicht die beste Idee, das zu machen, aber ich setze hier einen Hirschläufer hin. Ich weiß, aber damit haben wir jetzt Gemütlichkeit 5. Okay. Gemütlichkeit 5, das heißt eine Minute ausgeruht Buff mehr. Also, wieso auch nicht? Ja, das hat jetzt zwar ein bisschen Hirschfell gekostet, aber ist ja egal. Ja, dann hauen wir halt noch mehr Hirsche um. Also, ist ja jetzt nicht das Problem. Da müsste noch was Gegrilltes sein. Hast du jetzt gegrilltes Fleisch? Ein gegrilltes Fleisch habe ich. Okay, ich habe 3 gekochtes Wildschweinfleisch und ansonsten Hirsch habe ich. Eine ganze Menge. Ansonsten, was habe ich hier sonst noch? Diesen, was ist das? Nixenschwanz. Roh, völlig ungenießbar. Wenn er gekocht wird, schmeckt er vorzüglich. So, was wir beide machen sollten, wäre eine Feuersteinaxt. Ich mache schnell 2 und gebe dir dann auch eine. Eine Feuersteinaxt, warum? Ja. Weil die schärfer ist. Und schneller. Und hält mehr aus. Die liegt auf der Werkbank. Aha, Und die Steinaxt gehe ich irgendwo wegschmeißen. Den Abhang runtergekickt. Das ist unser neuer Mülleimer. Okay. Einfach alles den Abhang runtertreten. Gegrillter Nixenschwanz. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Ich grill hier noch ein bisschen weiter und gebe dir dann gleich. Ich habe auch noch ultra viel rohes Fleisch. Muss ich dir auch noch geben. Okay. Ach ja, stimmt. Du hast ja so mega viel gegrillt. Gekillt, so. Du hast ja so mega viel gejagt gerade eben. Ja, es geht. Ich habe 10 Hirsch und 9 Schweinfleisch. Ja, weißt du? So viel habe ich nie im Leben. Aber das macht doch nichts. Weil, ist ja scheißegal. Wir spielen ja als Team. Eben. Ach, wir müssen uns vielleicht mal überlegen, dass wir die Treppen hier auch überdachen. Die Leitern. Weil der Regen bekommt den nicht gut. Nein? Nee, muss man reparieren. Hopp! Was? Ich hab gesagt, der Regen bekommt den nicht gut. Zack, baue ich das Ding einfach ab. Ja, der Regen bekommt den nicht gut. Schepperdröhnen, hä? es ist einfach so wunderschön, ne? Ach ja, und das Lagerfeuer unter dem Haus, ganz professionell, wie man es immer macht. Ach komm, so unprofessionell sieht das gar nicht aus. Das ist so wunderschön. Ja, ich freue mich schon auf unser zweites Haus mit einem planierten Boden. Mit einem planierten Boden. Ja, das wird auch noch lustig, sobald wir mehr Ressourcen haben und bessere Sachen bauen können, werden hier richtig die Häuser geklatscht. Allerdings. So, also genug zu fressen habe ich. Bisschen Holz hätte ich auch inzwischen wieder. Gut, dann würde ich sagen, wir könnten eigentlich für diese Folge eine Pause einlegen mal und dann diesen wunderschönen Tag oder was davon jetzt noch über ist, in der nächsten Folge weiter genießen. Oder wie siehst du das? Ja, klingt nach einem Plan. Klingt am Plan, ne? So. Klingt am jetzt, Plan. Ich hab Kohle aus dem Ofen geholt. Jetzt, du hast Kohle aus dem Ofen geholt. Ja, das habe ich gerade eben auch. ja. Aber aus meinem echten Ofen. Das ist so ein Scheiß, Mann.
So viel, wie ich schon aus Versehen in Kohle verwandelt habe, ne? Nur weil ich stattdessen irgendwie beschäftigt war und dann die Zeit vergessen habe. Na, ich habe nicht die Zeit vergessen, ich war einfach blind. Ich heiz den Ofen vor, obwohl im Ofen noch was drin war. Ach so, ja, das ist gut. Das habe ich, hab ich auch schon geschafft. Da war so ein Pizzabrötchen drin, will was aufbacken, lass den Ofen vorheizen. Ich so, hier riecht's aber so, als wenn schon was im Ofen drin wäre. Ach, der heizt nur vor. Will ich gerade das Baguette reintun? Warte mal. Hol da raus oben schon ein bisschen schwarz, denke ich. Ja, super. Yes. Ja gut, meinst du, wir machen eine Pause hier? Wäre es genehm, nun eine Pause zu machen? Ich glaube, das wäre eigentlich ganz gut, ne? Weil ich würde das gerne auch langsam rendern und dann mal schauen, dass ich vielleicht die ersten 1, 2, 3 Folgen hochladen kann. So mit Zeitzünder getimt und so, das wäre ganz schön. Boah, sieht das geil aus, wenn ich jetzt nicht jetzt endlich mal die Grafikeinstellungen richtig hingekriegt habe. Dann kann man das richtig schön auch einigermaßen scharf bis in der Ferne sehen hier alles. Was soll das oben sein? So eine Art Weltenbaum oder so? Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja. Echt schön so. So könnte ich die ganze Zeit stehen und nur gucken. Nur stehen und gucken und sonst nichts machen. Geil. Ja. Gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde nun eine Pause machen und wünsche euch dementsprechend einen wunderschönen Abend. Falls euch der Scheiß gefallen hat, den wir veranstalten, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Meine Katze legt auf meine Tastatur und mutet mich. Bitte? Meine Katze legt auf meine Tastatur und mutet mich. Ja, kannst ja jetzt ein bisschen streichen. Mach ich gleich auch. Okay. Bis dann. Bis denn. Ciao. Tschüss.